Die folgende Sendung InsertCoin wird präsentiert von Dragon's Dogma 2. Herzlich willkommen bei InsertCoin, Folge Nummer 744, jetzt mit weniger Pirmin, denn der ist leider nicht mehr bei uns, muss ich sagen, finde ich natürlich sehr, sehr schade. Er hat eine sehr gute Arbeit hier geleistet, aber er hat noch was dagelassen. Er hat uns ein kleines Geschenk hinterlassen und deswegen kommen wir jetzt gleich zu den Themen. Wir haben eine Zock-Session zu South Park Snow Day, außerdem habe ich einen First Look zu Sandland, beziehungsweise hat das der Dennis gemacht und dann habe ich noch dem Pirmin seine allerletzte Meinung zu ein paar kommenden Indie-Aufbauspielen. Da dürft ihr ihn nochmal sehen und hören. Das solltet ihr nicht verpassen. Ja, das ist unsere kleine Ostersendung heute. In dem Sinne ein paar schöne, nette, kleine Oster für euch zusammengepackt. Versteckt haben wir sie nicht großartig. Wir werden sie euch einfach nach und nach präsentieren. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass ihr die Osterzeit genießt und uns vielleicht auch einen netten Osterkommentar da lasst. Das wäre auch mal was Feines. Aber ich habe noch ein paar Osternachrichten für euch. Da sind nämlich jede Menge Überraschungen dabei. Ken Levine ist ein ziemlich bekannter Mann in der Branche, denn das ist der kreative Kopf hinter zum Beispiel Bioshock und Bioshock Infinite. Und der arbeitet ja mit seinem neuen Team gerade an einem Spiel namens Judas, auf das viele Leute warten. Es gab auch schon einen ersten Trailer zu, sah alles sehr, sehr spektakulär aus. Und der hat jetzt mit Jeff Keighley und Ryan McCaffrey von IGN ein sehr großes Interview abgehalten. Das geht über eine Stunde. Ich habe mir das alles natürlich angeschaut, weil es mich sehr interessiert hat, weil ich Judas für einen sehr interessanten Titel halte. Und ich möchte mal so ein paar der wichtigsten Informationen für euch aus diesem Interview weitergeben. Und zwar, ja, Judas wird im Großen und Ganzen Bioshock 2.0. Wir sind die Person Judas und wir sind auf einem Raumschiff, das am Abstürzen ist und müssen uns irgendwie versuchen, davon zu retten. Wir sind allerdings auch schuld an dem ganzen Schlamassel. Und dann gibt es da eben, ja, drei Anführer auf diesem Schiff, die noch sind, mit denen wir uns gut stellen müssen, mit manchen davon, um dann unser Leben irgendwie zu retten. Aber wenn wir uns mit einer Person gut stellen, fallen wir in Ungnade bei einer der anderen zwei Personen. Und das Ganze wurde in diesem Interview so dargestellt, dass es ihnen ganz wichtig war, narrative Bausteine zu machen. Dass dieses Spiel eine große Story bietet, aber eben auch sehr viel Wiederspielwert. Bei Bioshock war es ja so, dass alles relativ starr und linear war und dass jeder im Endeffekt dieselbe Story erlebt hat. Und das soll hier eben anders sein. Wenn man sich mit einer der drei Anführer gut stellt, verpasst man dafür andere Sachen. Währenddessen versuchen aber die anderen beiden Anführer, einen quasi auf ihre Seite wiederzuziehen. Und es soll eben lauter Momente geben, die wie Lego-Steine sich individuell für jeden Spieler jeweils zusammenfügen, um dann ein eigenes Spielerlebnis zu gestalten, das eben auch storymäßig sehr, sehr sich unterscheiden soll von einem Erlebnis, das zum Beispiel ein Kumpel von einem hat. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze funktionieren soll, vor allen Dingen, weil das Ganze auch Roguelite-Elemente haben wird, dass wenn man stirbt, wird man an so einer Maschine wieder zusammengebaut, mit so einem menschlichen 3D-Drucker in dem Sinne, wird dann aber irgendwie besser zusammengebaut. Es soll keine Open World haben, aber auch nicht komplett linear sein. Also sehr, sehr interessant alles, aber wie gesagt, der Hauptaugenmerk darauf ist im Endeffekt, dass es ein narratives Erlebnis wird, aber jeder Spieler wirklich wohl so seine eigene geile Story-Erfahrung machen soll und dass man das Spiel wirklich mehrmals durchspielen muss, um dann alle unterschiedlichen Storys erlebt zu haben. Wie das Ganze funktioniert, kann ich mir noch schwer vorstellen, bin aber äußerst gespannt darauf. Will Smith, oder wie man ihn auch nennt, die Handschelle, die um die Welt ging. Der Mann ist ja durchaus bekannt, hat jetzt einen neuen Trailer rausgebracht oder den ersten Trailer zum neuen Bad Boys Film. Aber was er schon vor geraumer Zeit rausgebracht hat, was aber niemand so mitbekommen hat,
war ein Zombie-Spiel, in dem er mitspielt. Und zwar, da heißt das Ganze Undawn, ist wohl für Android und iOS und Windows im Asiatischen rausgekommen und das schon 2023. Und erst jetzt wurde die Aufmerksamkeit drauf gezogen, beziehungsweise hat man das so richtig mitbekommen. Denn dieses Spiel hat wohl um die 140 Millionen Dollar in der Entwicklung gekostet. Will Smith ist darin enthalten. Er tritt auch in der Werbung dazu auf. Aber das Ding muss wohl richtig kacke Grütze sein. Also mega schlecht, was Grafik angeht, was spielerische Gameplay-Mechaniken angeht. Einfach richtig grauenhaft. Es ist dann auch so, dass im Spiel trifft man ihn als Figur und während andere Figuren vertont wurden, hört man ihn nicht. Da haben sie gesagt, so seine Stimme hört man einfach nicht, zumindest in manchen Sachen. Oftmals hört man sie nicht. An anderen Stellen ist es dann so, dass er eine Stimme hat, aber es ist nicht er als Synchronsprecher, sondern irgendeiner, der ihn versucht zu imitieren. Ist ein ganz, ganz komisches Ding, soll wie gesagt mega beschissen sein, ist ein Riesenflop geworden und wahrscheinlich auch besser, dass man davon nichts mitbekommen hat. Aber das erinnert mich an diese lustigen Sachen. Hat man ja oft so mitbekommen, dass auch zum Beispiel diverse Hollywood-Darsteller in Japan irgendwelche Werbung machen. Tommy Lee Jones zum Beispiel, da gibt es auch total abgefahrene Werbungen, wo er als Lehrer in so eine Schulklasse kommt und dann Laserstrahlen aus seinen Augen schießt für irgendein Produkt. Weiß ich nicht mehr genau was, aber ist halt geil, wenn man so sieht, was die Stars so im Ausland machen. Ne? Ja, mei, der Rubel rollt und das ist halt das Wichtige oftmals. Und dann hatten wir in der letzten Sendung ja auch noch was zu Dragon's Dogma 2, zu dem ich hier dieses wunderschöne beleuchtete Bild habe. Und ich finde das Spiel ja absolut phänomenal. Mich hat es komplett umgehauen. Ich liebe diese Welt. Ich bin total hin und weg. Kollege Basti war weniger angetan. Der hatte ein sehr anderes Erlebnis. Aber wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, ist, dass die Technik von dem Ding nicht ganz so rund ist. Gerade auch auf den Konsolen. Das liegt vor allen Dingen an der Framerate. Die Bildrate schwankt zwischen 40 und dann sogar mal unter 30, je nachdem, wo man sich gerade befindet. Und dieser Wechsel der Bildrate sorgt dafür, dass das Bild sehr stotterig rüberkommt. Und das gefällt vielen Leuten nicht. Jetzt hat aber Capcom gesagt, sie arbeiten an einem Patch und genau da wollen sie dann etwas einführen, was viele Leute gerne sehen würden. Und zwar eine Limitierung auf 30 Frames die Sekunde. Darauf soll das Ganze dann limitiert werden, soll eine Option dazu geben. Es soll auch eine Option geben, dass man den Motion Blur ausschaltet zum Beispiel oder dass man auch das Raytracing ausschalten kann. Außerdem soll es dann auch möglich sein, dass man nochmal, auch wenn man schon einen Speicherstand hat, nochmal ein neues Spiel anfangen kann, eben noch mit einer zweiten Figur und so weiter und so fort. Also da sollen noch einige Fixes kommen. Wer so ein bisschen auf Framerate achtet und der sich an schlechter Framerate stört, der sollte einfach noch etwas warten. Aber ich finde es dennoch ein absolut grandioses Spiel. Mein lieber Kollege der Dennis, der ist ja ein Fan von Akira Toriyama, das habe ich mittlerweile mitbekommen und Akira Toriyama ist ja leider erst vor kurzem verstorben. Der Schöpfer von Dragon Ball, er existiert so nicht mehr, möge er in Frieden ruhen, aber es kommt noch etwas, an dem er beteiligt war und zwar ein Spiel namens Sandland. Das kommt über Bandai Namco und ja, verspricht natürlich seinen berühmten und bekannten Stil, aber ich weiß das ja gar nicht so genau. Das Gute ist ja, deswegen haben wir ja auch den Dennis. Der Dennis hat da nämlich Ahnung von und der sagt euch jetzt in unserem First Look, was Sandland ist und was ihr dort erwarten könnt. Nicht nur Manga- und Anime-Fans dürfte Akira Toriyama ein Begriff sein. Der Mangaka prägte auch die Videospiellandschaft maßgeblich, beispielsweise durch seine Charakterdesigns für Klassiker wie Dragon Quest und Chrono Trigger. Leider verstarb der Künstler am 1. März 2024 und mit ihm auch ein Teil meiner Kindheit. Ich war sicherlich nicht der einzige Jungspund, der nach der Schule jeder neuen Folge Dragon Ball Z auf RTL 2 entgegenfieberte und dessen Mutter ihm aufgrund des enthusiastischen Schimpfwortgebrauchs schnell ein Guckverbot auferlegte, das ich natürlich beim Nachbarsjungen direkt umging. Ja, scheiß mir einen aufs Auge, du hier, Vegeta! Ich dachte mir, wenn du schon mal alleine bist, sollte ich dich endlich erledigen und die Gelegenheit macht Liebe, Diebe, Hiebe! Wir haben noch ein paar Rechnungen offen und das regeln wir jetzt, wenn's recht ist, du pinke Plunze. Son Goku war unser Superman, Muten Roshi ein Gaggarant und Dragon Ball bis zum heutigen Tag eine wichtige Konstante in meinem Leben. Ohne Akira Toriyama würden moderne Klassiker wie One Piece oder Naruto nicht existieren. Das ganze Medium Anime wäre vielleicht nie so populär geworden und eine Generation von Kindern hätte Gokus Philosophie nie mit auf den Weg mitbekommen. Arbeitet immer an euch, denn so etwas wie Perfektion existiert nicht. Für all die Stunden, die Lehren und deine Werke, danke Toriyama-Sensei.
Auch Sandland stammt aus seiner Feder, ein kurzer Manga, den der kreative Kopf im Jahr 2000 veröffentlichte. Dieser erhält am 26. April eine Videospieladaption und nach einer Anspielsitzung bei Bandai Namco weiß ich jetzt, die Handschrift Toriyamas wird die größte Stärke des Titels. Wenig überraschend versetzt euch Sandland in eine Welt, die unter massivem Wassermangel leidet. Ihr schlüpft in die rosa Haut des Dämonenprinzen Beelzebub. Diesen sucht der Menschensheriff Rao auf, um ihn um Hilfe zu bitten. Eine geheime Quelle soll die Missstände der Welt beheben und die Machenschaften des bösen Königs stoppen. Dieser hockt nämlich auf riesigen Wasservorräten und verkauft sie für horrende Preise an seine Untertanen. Mein Preview-Spielstand setzte kurz nach dem Zusammenschluss von Beelzebub und Rao an. In der Open World düst ihr mit diversen Fahrzeugen herum. Zunächst steht euch nur ein Jeep zur Verfügung. Im weiteren Storyverlauf bekommt ihr auch einen Panzer, einen zweibeinigen Mech, ein Motorrad und sogar ein Luftkissenfahrzeug, alle mit eigenen besonderen Skills, wie hohen Sprüngen oder der Fähigkeit, über Wasser zu gleiten. Sämtliche Vehikel wertet ihr im Upgrade-Menü auf, außerdem passt ihr die Bauteile an. In meinem Fall standen diverse Maschinengewehre und Raketenwerfer zur Verfügung, auch neue Motoren dürft ihr einsetzen und durch das Fahrwerk verändert ihr das Fahrverhalten eurer Boliden. Die Kombination aus dem staubigen Szenario und den Bolidenmarke DIY lassen schnell Mad Max-Erinnerungen aufkommen, nur halt deutlich kindgerechter. Auch die Kämpfe präsentieren sich so zahm, dass sie ohne Probleme für jüngere Generationen geeignet sind. Ihr haut mit normalen Schlägen und Kombos auf die Banditen und Monster ein. Als Nachkomme des Fürsten der Finsternis greift Beelzebub zudem auf besonders mächtige Spezialangriffe zurück. Dabei handelt es sich um schnelle Schlagkombos oder einen besonders starken Berserker-Modus. Mit dem Kraken bekämpfte ich auch einen ersten Boss und der hatte es durchaus in sich. Tief unter den Ruinen einer Art Wassertempel musste ich das Biest aus meinem Luftkissenfahrzeug heraus mit Raketen behaken, seinen Arm ausweichen und im richtigen Moment schweben und Reparaturkits einsetzen. Ganz ehrlich, leicht fiel die Auseinandersetzung nicht aus, Spaß machte sie aber eben genau deshalb schon. In Sandland prügelt ihr aber nicht nur auf Feinde ein, oftmals steht auch Stealth auf dem Programm. Beispielsweise müsst ihr in der dämonischen Haut eures Träumbegleiters Chief Vorräte aus einem Dorf klauen. Auch Menschenbasen gilt es regelmäßig zu infiltrieren. Für meinen Geschmack fallen die Stealth-Einsätze aber zu häufig und zu lang aus. Zumal die KI der Gegner mit dämlich noch nett beschrieben wäre und das System insgesamt nur selten wirklich nachvollziehbar ist. Die Soldaten stampfen zwar auf fest vorgegebenen Routen vor sich hin, entdecken euch aber teilweise aus den komischsten Blickwinkeln. Ganz allgemein wäre bei Sandland an manchen Stellen weniger mehr gewesen. Auf der Oberwelt tummeln sich eindeutig zu viele Gegner, die Laufwege fallen fast immer zu lang aus und die Hauptmissionen hätten ein paar Minuten weniger ebenfalls gut vertragen. Symptomatisch dafür steht der erwähnte Wassertempel. Durch Hebel reguliert ihr die Wasserhöhe, denn Beelzebub ist nicht Schwimmer und um mit dem Luftkissenfahrzeug zur nächsten Ebene zu gelangen, muss der Pegel eben stimmen. Als selbst mein Held kommentierte, dass der nächste Hebel hoffentlich der letzte ist, zeigte sich, hier haben es die Entwicklerinnen und Entwickler etwas zu gut gemeint. Natürlich existiert seit jeher das Argument, dass ausladende Segmente und Mechaniken nun mal zu Action-JRPGs gehören. Aber schlechtes Pacing kann keine Ausrede entschuldigen. Im Falle von Sandland gibt es meinem ersten Eindruck nach aber einen wichtigen Faktor, der zumindest Toriyama-Fans beschwichtigt. Denn die Handschrift des legendären Mangaka findet sich in jedem Pixel der Videospieladaption. Direkt zeigt sich das bei den Charakterdesigns, die ohne Probleme Nebenfiguren aus dem Dragon Ball-Universum darstellen könnten. Kleine Verweise wie die Zauberkapseln, aus denen ihr eure Fahrzeuge ruft, lassen direkt wohlige Erinnerungen an Goku und seine Truppe aufkommen. Aber auch der Humor kommt so herzlich und unbeschwert ums Eck, dass es eine helle Freude ist. Beelzebub hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen und schießt nicht selten fiese Spitzen gegen Sheriff Rao. Still kicking, Oldtimer? Letztlich muss ich aber das Phrasenschwein füttern. Fans greifen zu, passte so selten so gut wie hier. Sandland lebt von seinem Toriyama-Bonus. In Sachen Gameplay präsentiert sich das Spiel oftmals schmerzlich formelhaft und regelrecht repetitiv. Immerhin verbauen die Entwicklerinnen und Entwickler einige Gebiete, die es in der Vorlage zwar nicht gab, die aber dringend nötige optische Abwechslung bieten. Das Forestland erstrahlt in schönem Grün und fährt saftige Bäume auf, was sich angenehm von der braunen Monotonie der Wüstenlandschaften abhebt. Dennoch fiel mir selbst in meiner kurzen Anspielzeit der repetitive Missionsaufbau und das gestreckte Missionsdesign auf. Fast jede Quest fühlte sich etwas zu lang an und die Open World kam mir weniger wie ein sinnvolles Feature als vielmehr aus der Not geboren vor. Versteckte Schatztruhen und NPCs, die ich im Austausch gegen Upgrade-Ressourcen vor bösen Monstern rette, das ist 2024 eigentlich zu wenig. Da helfen auch die umfangreichen Skilltrees für Beelzebub und seine Gefährten nichts, ebenso wenig wie die Fahrzeuganpassungsoptionen. Aber Toriyama rettet mit seinem unverkennbaren Fingerabdruck sehr viel. Der unbeschwerte Humor, die fantastischen Designs, alleine deshalb freue ich mich riesig auf Sandland. Trotz all der offensichtlichen Schwächen. Ob Matt Stone und Trey Parker jemals so in Erinnerung bleiben werden wie Akira Toriyama, das wird sich zeigen müssen. Ich bin auf jeden Fall ein riesengroßer Fan von South Park. Und was da in der Vergangenheit kam, zumindest die letzten zwei Spiele, war ja auch richtig gut. Deswegen konnte man ja eigentlich nur glücklich sein, als man mitbekommen hat, so, ey, da kommt ein neues South Park-Spiel. South Park Snow Day, okay, das ist nicht mehr so rollenspiellastig, sondern geht mehr in Richtung Action. Macht ja nichts. Vielleicht haben sie gecheckt, dass sie mit ihrer Lizenz bzw. mit ihrer Marke auch wirklich was Geiles machen können. Und so ein paar Vorschusslorbeeren bzw. ein bisschen Vorschussvertrauen
bringe ich denen da gerne mal entgegen. Tja, ich habe mich mal mit dem Basti hingesetzt. Wir wollten das nämlich gemeinsam spielen. Man kann das ja nämlich auch online spielen. Bloß hat das nicht so richtig geklappt. Herzlich willkommen bei der Zock-Session zu South Park Snow Day. Hallo und herzlich willkommen, werte Zuschauer. Ich bin's, der Felix, und das ist... Ich bin der Basti. Der Basti! Wir haben letztens erst zu tun gehabt wegen Dragon's Dogma 2. Ja, und heute treffen wir wieder zusammen, denn wir haben durchaus eventuell so eine kleine gemeinsame Leidenschaft, ne? So ein kleines bisschen, ja. Und zwar... South Park! South Park! Wer mag South Park eigentlich nicht? Gibt's Leute? Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die South Park nicht mögen. Ja? Ja, weil vielen, glaube ich, dieser derbe Humor und so weiter ein bisschen drüber ist. Also ich mag es auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Ich mag auch immer, dass die diese Folgen haben, die sich auf sehr tagesaktuelle Sachen beziehen. Und jetzt ist tatsächlich ein neues South Park-Spiel rausgekommen. Es gab ja jetzt hier mehrere in letzter Zeit, ne? In letzter Zeit? Es gab Stick of Truth und dann noch Anale Grande. Direkt akulär des Okay. Im Endeffekt dasselbe. Fractured Butthole. Ja, die waren ja beide richtig gut. Ja, ging so in die Rollenspielschiene. Hast du die gespielt? Ja, ich habe beide gespielt. Echt? Natürlich. Ja, klar. Fandst du geil? Ja. Ich habe leider nicht gespielt. Tatsächlich fand ich den ersten Teil, das ist jetzt glaube ich, eine kontroverse Meinung, fand den ersten Teil ein bisschen geiler als den zweiten, weil es dann noch ein bisschen frischer war. Und so, und mich dieses Mittelalter-Setting ein bisschen anders angesprochen hat. Ja. Aber es waren beides geile Spiele auf jeden Fall. Jetzt gibt's was Neues, und zwar South Park Snow Day. Ein Schneesturm ist über South Park hereingebrochen. Wir sind ein neuer Schüler sozusagen, den habe ich mir hier schon erstellt. Mit Brille und Schnauzer. Ja, immer diese Achtjährigen mit Schnauzbart. Ja, genau. Und der Grund, warum wir gemeinsam, wir haben zwei Versionen von dem Spiel auf unterschiedlichen PlayStation 5s, wollten spielen, und wir können uns per Freundesliste einfach nicht connecten. Nee, Netzwerkprobleme aufgetreten. Also ich weiß nicht, ob das schon mal ein Zeichen für das Spiel ist. Deswegen trete ich jetzt einfach mal einem öffentlichen Spiel bei und hoffe, dass ich da jemanden finde. 30 Euro kostet das Spiel. Und schlägt in eine ganz andere Kerbe als die Spiele davor. Und größtes Problem bei dem neuen Spiel? Netzwerkfehler ist auch getreten. Abgesehen von Netzwerkfehler. Größtes Problem bei dem neuen Spiel? Kein Wortwitz im Namen. Ja, fand ich auch so ein bisschen so, habe ich ein bisschen mehr erwartet. Wir starten jetzt hier eine Runde. Normal. Und gehen dann hier hin. Also das ist quasi so unser Hub, ne? Wo wir uns diverse Sachen anschauen können, und dann geht's los mit der ersten Mission. Finde ich sehr gut. Guter Profi-Tipp, nicht sterben. Da ist kann man ein was lernen mit dem Spiel. Tipp, den man öfter einblenden sollte. Edutainment. Ja. Cartman, who are these assholes? They're my secret army. We're attacking you before you attack us. What are you talking about? My spies saw your army gearing up for battle. Your spies? What the fuck are you talking yeah, about? Your spies, Cal. They're your spies getting ready for battle. Are you serious? Remember, there's no fighting allowed at the bullshit trial. This is sacred ground. Ich muss sagen, Butters ist mein Lieblingscharakter. Okay. Ja. Also, wir kämpfen gegeneinander. Und da ich jetzt nicht mit menschlichen Spielern unterwegs bin, werden mir gleich KI-Mitstreiter an die Hand geben. Jetzt darf ich ein Upgrade auswählen. Und je nachdem, wie viel Toilettenpapier ich habe, könnte ich es auch upgraden, also nochmal ein bisschen seltener machen. Aber was haben wir denn da? Wie kommst du zum Toilettenpapier? Das ist einfach die Währung, die verdienen wir durch Gegner platt machen, durch Gegenstände zerstören und so weiter und so fort. Durchsturz verursacht 6 Schaden, mehr nach... das machen wir nicht. Wirst du um 38% angepisster. Angepisster werden ist quasi so der Extra-Move-Balken, den man aufladen muss. Wenn du mit einem Dolch von hinten angreifst. Nee, ich nehme das hier. Ich könnte jetzt auch noch mal für 75 Toilettenpapier, die durchmischen können, aber nee. Wir nehmen jetzt das. Und dann darf ich noch ein Bullshit. Das ist nämlich eine Spezialattacke. Stößt giftige Dämpfe aus, um Gegner anzuekeln. Das ist nicht schlecht. Was nehmen wir denn? Ja, anekeln. Anekeln ist immer gut. Was ist so ein Meteorsturm, hätte ich auch nicht schlecht gefunden. Ja. Und das finde ich ganz geil gemacht mit diesen Special-Karten. Das ist so eine Sache, die finde ich ganz witzig, weil jetzt kam das gegnerische Team hat auch Special-Karten, die diese durchaus kontern können. Fernkampfwaffen spielen verrückt zum Beispiel, Ranger feuern mehr explosiven Pfeil ab und Gegner von Klerikern geheilte Gegner werden für 4 Sekunden irgendwas. Habe ich leider nicht mehr gesehen. So, jetzt geht das Ganze los. Bin hier unterwegs. Also unten links, der grüne Balken ist meine Gesundheit, natürlich dieser orangene Balken ist der angepisst Balken. Und dann gibt es eben noch den Bullshit-Move, der wird mit Dreieck ausgelöst. Das ist jetzt, du hast jetzt eine Quest praktisch, finde Keile im Wald. Wie, also
Ja, einfach langlaufen und dann kommen Gegner und... Aber den Scenic Trail auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Grafisch ist hier immer die Frage, ne? Weil South Park so 2D-mäßig ist. Ja. Und dann kann das in 3D funktionieren. Wie stehst du denn da dazu? Also ich liebe den South Park 2D-Style. Auch diesen, vor allem dieses selbstgebastelte praktisch. Ja, genau. Dieser Look, der ist einfach so ikonisch für South Park. Bietet sich natürlich nicht so gut an für ein 3D-Spiel, wenn man das unbedingt machen möchte. Aber ja, finde das schon. Ja, also ehrlich gesagt, mir gefällt der 3D-Stil nicht so gut. Echt? Ja. Also ich bin da persönlich gar nicht so erpicht drauf, dass es 2D sein muss. Ich finde es schon mal ganz in Ordnung. Ich erwartete aber auch einfach nie grafisch wirkliche Highlights oder so in dem Sinne, ne? Ja, auf jeden Fall. So, ich habe noch ein paar Spezialmoves. Wenn ich L1 drücke, dann mache ich den Furz-Move in die Luft. Und die Gegner unten kriegen so ein bisschen länger Schaden. Das ist auch angeekelt. Und ich kann dann auch... au! Shit! Jetzt muss ich mal... Oh. Jetzt habe ich gerade so einen Heiltotem gesetzt. Das ist ziemlich wichtig, weil den habe ich gerade bitter nötig, dass ich jetzt hier erstmal ein bisschen stehe. Und dann kann ich nämlich auch mit meinem Zauberstab Fernkampfattacken machen. Das ist gut, Furzflucht, das ist das, was wir gemacht haben. Die Furzflucht ist immer gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Kennt man ja bei uns auch aus der Redaktion, ne? Ist das der Move, wo man selber furzt und dann wegrennt? Oder ist das der, wo man furzt und dann laufen alle anderen weg? Weil wer flieht denn in dem Bild jetzt? Haben wir alles schon erlebt. Wie fandest du denn den South Park-Film? Das ist ja auch immer eine ganz interessante Frage. Kann ich, glaube ich, nicht so viel dazu sagen. Echt? Ja. Wieso? Hast du nicht gesehen? Nee, ich habe den nicht gesehen. Ich muss dir sagen, der South Park-Film ist das, was mich zu einem South Park-Fan gemacht hat. Ach, wirklich? Ja. Davor fand ich die Serie so, ja, okay. Und mir ging es ein bisschen auf den Sack, wie hoch das gehypt wurde. Mhm. Aber dann danach fand ich den richtig gut. Also, ich fand den Film einfach saugut. Und dann bin ich voll in die Serie eingestiegen. Und dann hat es mich halt voll erwischt. So, jetzt hat irgendjemand den Bullshit-Move eingesetzt. Mhm. Ich glaube, mein Gegner... Jetzt kann ich hier keine Distanzsachen machen irgendwie. Ja, weil Fernkampfwaffen spielen verrückt. Ja, genau. Müssen wir die halt so platt machen. Aber das geht auch so irgendwie ganz gut. Mal schauen, ob ich jetzt hier rüberkomme. Da hast du schon also einen sehr ausgiebigen Darm. Ja, es ist tatsächlich ein bisschen beeindruckend. Ja. Muss man sagen. Oder beängstigend, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Ja. Was ist denn so dein Eindruck, wenn du das jetzt hier so siehst? Ach, es ist... Es fühlt sich fast ein bisschen generisch an, sag ich mal. Also man kämpft jetzt gegen diese Elfen, aber es ist ja alles so Wegwerf-Gegner. Was jetzt natürlich auch daran liegt, dass wir offline sind, ne? Ja. Wenn das mit mehr Spielern ist und dann individuell... Aber es ist ja trotzdem Koop, so. Ne? Du spielst ja trotzdem immer gegen die KI. Aber spielst du nur Koop oder gibt's auch einen... Das weiß ich tatsächlich nicht. Ach so, okay. Ich glaube, es ist tatsächlich nur gegen die KI. Und es fängt bei mir schon an, wenn ich diese Art von Menü sehe. Mhm. Es wirkt alles super billo. Es ist leider auch so, dass wenn man das ganze Spielgefühl... ist so extrem floaty. Es fühlt sich nicht gut und nicht direkt an. Aber ist dieser Look zumindest, ist das der Versuch, dieses Handgemachte von der Serie irgendwie, also der gescheiterte Versuch, das Handgemachte von der Serie? Ja, ich weiß, was du meinst, dass man eben versucht, es so minimalistisch zu halten, weil die Figuren sind ja auch immer nur rudimentäre geometrische Formen und so. Aber es ist trotzdem irgendwie, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ja, 30 Euro mehr sollte dieses Spiel auch nicht kosten. Ja. Eigentlich wären es auch 10 Euro oder ein Free-to-Play-Ding wäre auch in Ordnung. Ich verstehe echt nicht so ganz, was sie sich dabei gedacht haben, weil sie eben zwei so gute Spiele abgeliefert haben und jetzt auf einmal, ja, diese Action-Kerbe schlagen, finde ich ja gut, aber dass es qualitativ auf einmal so schwankt, weil ich das Gefühl habe, es ist einfach sehr, sehr billo gemacht alles. Aber inwieweit sind da dieselben Leute dabei? Na, sind's nicht. Also, ja, eben, genau. Also, ja. Aber es ist ja schon Matt Stone und Trey Parker, okay, die da ja auch immer federführend sind, ja, und am Start sind, um auch eine Übersicht über ihre eigenen Spiele haben. Und dann finde ich es halt auch so ein bisschen schwach, weil ich meine, das sind auch Gamer. Die wissen ja auch, was im Gaming-Bereich ankommt. Ja. Schwierig. Ich habe da letztens auch erst irgendwie eine Zockrunde gesehen, wo sie ein paar Medien eingeladen hatten mit den beiden, wo ich mir dachte, ja,
Da sah das schon alles nicht so toll aus, okay. Und da hatte ich auch das Gefühl, die ganzen Leute, die da eingeladen waren, haben sich sehr zurückgehalten, was das Urteil angeht. Auch wenn ziemlich offensichtlich war, dass das, was man da spielt und sieht, jetzt nicht so geil ist, ne? Ja, also es kommt auch ganz ehrlich nicht so richtiges South Park-Flair aus. Also es ist schon so ein bisschen, weil es ja vom Stil so ein bisschen in die Richtung geht und von den Items, die man sieht und so. Aber ja, weiß ich nicht. Ja, meine KI-Gegner sind hier eigentlich ganz... Wow, was sind das für dicke Ranken? Sind das die von denen da oben, die da kommen? Was? Geheime Elfentechnologie. Ja. Machen wir mal fertig hier. Okay, du hast Blutung, du hast angeekelt. Hast du sonst schon so irgendwelche Statuseffekte gesehen, die es ein bisschen... sag mal, das deine Draufgekloppel ein bisschen auflockern würden? Nee. Ah, da muss ich jetzt aufpassen, das ist so Tiefschnee. Ah, okay. Das soll so. Ja, okay. Da kann man dann nämlich Feuer, wenn man brennt, kann man das dann löschen, wenn man im Tiefschnee ist, wie jetzt zum Beispiel. Schnell runter. Dann gehe ich rein, aber ich darf nicht zu lange drin bleiben, weil wenn ich zu lange drin bleibe, dann... Verlierst du. Ja. Oh, jetzt muss ich mich immer wieder heilen. Boah, es fühlt sich einfach nicht gut an. Ich finde das gerade leider, und du siehst es vielleicht auch, es ist super chaotisch, ne? Also man hat nicht so einen richtigen Überblick. Jetzt spiele ich mal eine Bullshit-Karte. Und du meinst, es steuert sich auch nicht gut? Nee. Es ist einfach nur wildes Button-Mashen, aber ja, es ist halt einfach nicht spannend oder gut umgesetzt. Und auch hier Gegner zu finden ist so... Die Ranken sind cool. Die Ranken, ja. Ich frage mich die ganze Zeit, wo die herkommen, ob ich die irgendwie... Das sind die Rankentypen wahrscheinlich, ne? Da ist noch einer. Den müssen wir noch besiegen. Der dachte, er kommt davon. Keine Chance. Ja. Auch halt aufgegeben. Oh. Aufgegeben? Was ist denn da passiert? Was ist denn da jetzt passiert? Naja, wenn ich der Letzte bin, der da noch steht, ja, dann kommt die ganze Horde von dir auf mich zu, will ich auch aufgeben. Basti, ich würde gleich dir mal den Controller geben. Ja, ich hab's befürchtet. Dass du mal eine Runde spielst und mir dann einfach so sagst, was du für ein Gefühl hast, wie sich das anfühlt. Ist relativ Standard. Mit Viereck greifst du an, mit Kreis rollst du dich weg. Aha. Und mit R1 machst du diesen Heilstick rein, genau. Ah, ja. Musst du dann in der Umgebung bleiben und mit L1 machst du deinen Furzsprung. Jetzt musst du eh schon wieder da zurückgehen. Es steuert sich wirklich, wirklich merkwürdig. Also alles so ein bisschen schwammig und ich habe nie so ganz die Ahnung, wo der denn jetzt gleich hinspringen wird. Also ich keine Ahnung, ob ich diesen Sprung jetzt schaffe. Ja, doch, das schaffst du schon. Yeah! So nämlich. Wo bin ich eigentlich hin? Da bin ich nicht. Nee, bin ich? Da warst du ja gerade schon. Ja, aber da unten. Ist das Symbol. Nee, das sitzt da jetzt. Ja, du musst ja, einfach. Toll, super. Oh, ich dachte, du musst aber darüber. Okay, kein Problem. Ja, sehr gut. Easy. Okay. Ah, jetzt. Also. Jetzt kannst du nochmal ein Upgrade wählen hier. Du könntest sie jetzt auch austauschen, du hast genügend Toilettenpapier. Du kannst da auch befördern, wenn du Viereck gedrückt hältst. Dann machst du das noch besser quasi, machst du es noch seltener. Hm. Ich bin ja immer so eher so jemand, der Richtung Nahkampf geht. Dann würde ich das da nehmen. Würde ich das da mal hier nehmen. Das hätte ich wahrscheinlich noch geupgradet, aber okay, jetzt ist es zu spät. Auf geht's zur nächsten Mission, die wir leider nicht Koop spielen können, weil irgendwie funktioniert das nicht. Und das, obwohl das Spiel seit heute eigentlich draußen ist. Und ganz ehrlich, wenn der jetzt, also bei dem Spiel nicht mal der Multiplayer mehr funktioniert. Schwierig, weil alleine willst du sowas in der Regel nicht spielen. Nee. Also upgraden und in den nächsten Bereich gehen, funktioniert schon mal super. Ja. Jetzt, Dark's Teich, hier holen wir uns das Benzin. Ja. Das sieht nach einem Benzinsymbol aus. Ja. Also mal in die Richtung. Und jetzt, aber bin ich jetzt allein? Ja, jetzt bist du allein. Die Kollegen kommen immer nur, wenn du dann im Kampf bist, die KI-Kollegen, immer schön die blinkenden Sachen kaputt machen. Es gibt Toilettenpapier, Kram und so. Ah, okay. Aber am besten ist ja halt, wie gesagt, wenn Leute um dich herum sind. Au. Oh, shit. Hallo. Wo sind denn da noch welche? Ja, von da drüben schießt jemand, oder? Ja. Oh, es ist alles so ein bisschen schwammig und alles so ein bisschen. Oh. Es ist halt. Man merkt wirklich, es ist irgendwie ein Billow-Spiel, ne? Oh, ich will es nicht sagen, aber ja. Oh! Was ist das denn hier für ein Viech? Sehr gut!
Endlich mal ein bisschen. Ja, okay, das war's schon, ne? Nee, der ist noch da. 13 Gegner noch übrig. Dann toll. Ist der Spaß vorbei. Yay. Mensch, nur noch 13. Ah, okay, du hast aber jetzt gerade zwei dicke Klopper. Kannst natürlich mit Fernkampf okay, versuchen. Wow. Da wollte ich aber gar nicht hin. Es ist alles ungenau einfach. Ja. Die Steuerung ist nicht so ganz glatt. Es ist, du schlägst nicht wirklich dahin, wo du hinschlagen willst. Es ist nicht gut gemacht, Gegner irgendwie Visier zu behalten. Das klappt nicht so gut mit der Kameranavigation. Ja. Es ist hektisch, es ist schwammig und ungenau und deswegen immer wieder komisch. Ja. Guck mal, die können jetzt unterm Schnee sich anpirschen. Ja, es werden immer schwierige Gegner. Es geht hier um Klopapier, weil die Witze hier schon ein bisschen älter sind, oder? Ja. Hm. Ich bin der Meinung, persönlich kann man es hierbei auch belassen, ich finde es so ein bisschen ein Griff ins Klo. Ich weiß, es ist noch ganz der Anfang des Spiels, aber das ganze Spielgefühl, das einem vermittelt wird, wenn man den Controller in der Hand hat und dann die Figur kontrolliert auf dem Bildschirm, ist einfach nicht gut. Ne? Nee. Mhm. Es ist nicht gut, es hat natürlich ein bisschen South Park-Humor, aber der kommt halt nicht so stark rüber, wie bei so einem Spiel, ja, das so richtig eine Story hat und so weiter und so fort. Und es ist die reine Action-Kloppe. Und ich hätte persönlich ja gar nichts gegen ein gutes, actionmäßiges South Park-Spiel. Snow Day bietet sich gut dafür an, aber das ist alles sehr halbherzig und erinnert ja an schlechte Lizenzzeiten. Absolut. Die Grundidee ist gut, aber die ist wahrscheinlich auch von Matt Stone und Trey Parker. Ja, aber die Umsetzung... Die Umsetzung ist... Nee. Ja. Spart euch die 30 Euro, schaut euch lieber den South Park-Film an. Ja, das ist ehrlich gesagt einfach schlechte Lizenzgrütze, wie man sie schon lange nicht mehr hatte. Oder eher gesagt, wie das früher in den 90ern immer üblich war. Und South Park ist ja auch bekannt dafür, dass es da in der Vergangenheit auch durchaus einige schlechte Spiele gab. Ich hätte gedacht mittlerweile, dass sie über diesen Punkt hinaus wären und erkennen würden, dass sie besser fahren, wenn sie einfach gute Spiele machen. Aber okay, ein paar Dumme wird es schon geben leider, die sich das Spiel dann holen. Es ist leider einfach echt nicht gut und ich kann es in dem Sinne auch nicht empfehlen. Aber jetzt habe ich noch was, was der Pirmin euch empfehlen könnte. Der hat sich ja leider verabschiedet von uns. Ich wünsche ihm natürlich viel Glück auf seinem zukünftigen Wege. Aber er hat uns noch was dagelassen. Den Pirmin, seine aller, aber auch wirklich allerletzte Meinung zu ein paar kommenden Indie-Aufbauspielen. Hallo ihr Lieben und auch die nächsten Netten. Ha! Ihr habt gedacht, ich sei schon weg. Ja, bin ich eigentlich auch. Aber ich habe mir gedacht, einen Beitrag lasse ich euch zum Abschied noch da. Und ich meine, ihr kennt meine Beiträge. Indie-Games und Early Access, meistens zu Strategiespielen aller Art. Und was bietet sich da an? Genau, ein Beitrag zu kommenden Indie-Strategie-Aufbauspielen. Wie passend. Besser könnte es fast gar nicht sein. Mit dabei sind Lakeside, Lazara Summit Kingdom und Eldorado The Golden City Builder. Also, holt euch nochmal was zu trinken, kuschelt euch in eure Decke ein und dann geht's ein letztes Mal los. Zu Lakeside sei direkt eines vorweg gesagt. Ich habe mir noch den Early Access Build angeschaut. Wenn ihr den Beitrag hier seht, ist das Spiel aber wahrscheinlich schon in seiner finalen Release-Fassung 1.0 am 25. März erschienen. Heißt, ihr habt natürlich deutlich mehr Umfang als ich zur Verfügung. Zum Beispiel etwa 8 neue Wunder, 5 neue Gebäude und 2 komplette neue Szenarien. Also bitte nicht wundern, wenn von dem neuen Content hier noch nichts vorkommen sollte. Das Ziel in dem 2D-Pixel-Sidescroller ist es, an eurem See ein kleines Dorf zu errichten und zu einer ansehnlichen Stadt wachsen zu lassen, mit allem drum und dran. Dafür habt ihr verschiedene Gebäude, die ihr errichten könnt und euch so unterschiedliche Boni bringen. Ein Haus bringt euch zum Beispiel mehr Wohnraum, ein Brunnen erhöht das Bevölkerungslimit und eine Farm produziert natürlich Nahrung. Und Basic-Ressourcen wie Holz und Stein könnt ihr dank euren Arbeitern auch einfach so abbauen. Irgendwann könnt ihr aber auch Statuen, Tempel und ganze Weltwunder errichten. Und ganz irgendwann später kommt sogar noch Kampf hinzu. Das Ganze mit dem Fortschritt funktioniert jetzt aber vielleicht ein bisschen anders, als ihr vielleicht denkt. Ihr habt nicht einfach zu Beginn die Auswahl aus allen verfügbaren Gebäuden, sondern nur auf die grundlegendsten. Nämlich ein Haus und eine Farm. Alles Weitere müsst ihr euch freispielen. Zum Beispiel, indem ihr verschiedene Meilensteine erreicht und eure Bevölkerung damit glücklich stimmt. Oder genug Kulturpunkte sammelt und somit floriert. On top ist euer Platz auch noch äußerst begrenzt. Ihr habt 2 normale Ebenen und eine Ebene am Wasser mit ca. 10 Bauplätzen pro Ebene. Das war's. Und da ihr über 60 verschiedene Gebäude zur Auswahl habt, ist klar, ihr müsst regelmäßig auch ältere Gebäude abreißen, um neue, bessere zu errichten. So ist das stets ein Abwägen zwischen welches Gebäude errichte ich als nächstes und welche Boni bekomme ich dadurch und welches Gebäude reiße ich als nächstes ab und welche Boni verliere ich damit.
Als zweiten Titel habe ich Layzara Summit Kingdom am Start. Das soll noch recht früh in diesem Jahr als Early Access erscheinen, aktuell gibt es aber noch eine Demo. Wie in Lakeside geht es auch hier in gewissermaßen darum, nach oben zu bauen, aber wiederum auch komplett anders, denn hier baut ihr am Berg bzw. an den Hängen und das auch in 3D. Grundsätzlich funktioniert das erstmal wie in Anno. Ihr errichtet Häuser, bekommt darüber eure Einwohner, die aber wiederum auch zufriedengestellt werden möchten. Zu Beginn ist das noch recht einfach, doch mit der Zeit werden die Warenketten immer komplizierter und aufwendiger und eure Einwohner anspruchsvoller. Das Besondere an Layzara ist das Layout. So baut ihr nämlich am Berg. Dieser unterteilt sich in verschiedene Zonen, welche sich in verschiedenen Höhenlagen befinden und spielerische Auswirkungen mit sich bringen. Bienen und eure Honigproduktion zum Beispiel fühlt sich in der Mitte am wohlsten. Und auch besondere Erze findet ihr erst weiter oben. Das könnt ihr euch einfach wie in Anno vorstellen, jede Ebene ist quasi wie eine eigene Insel, auf der ihr bestimmte Sachen anbauen könnt. Diese Güter müsst ihr dann aber natürlich auch wieder untereinander verschicken. Zudem ist das Gameplay von Layzara noch deutlich direkter und schneller. So gibt es nämlich absolut keine Baukosten. Ihr könnt einfach so viele Gebäude bauen, wie ihr möchtet. Und auch die Produktion, die ist direkt voll am Start, die muss nicht erst anlaufen oder so. So könnt ihr direkt sehen, reicht meine Produktionskapazität für meine Einwohner aus oder muss ich noch mehr bauen? Irgendwann kommen dann auch noch Naturgewalten hinzu, wie Lawinen, die euch vor weitere Herausforderungen stellen. Und gerade hier macht dieser Ansatz mit, ich kann sehr viel sehr schnell aufbauen, Sinn, denn alles wieder mühsam aufbauen zu müssen, nur weil so eine weiße Walze alles wegrasiert hat, das kann schon gut nerven. Wer es hingegen ganz klassisch möchte, der fühlt sich bei Eldorado The Golden City Builder wohler. Hier gibt es aktuell den Prolog zu spielen, bevor der Titel auch noch in diesem Jahr das Licht der Welt erblicken soll. Euer Job ist es, zu den alten Zeiten der Maya eine Stadt zu errichten. Oh Wunder. Wie schon erwähnt, funktioniert das ganz klassisch wie in Anno. Ihr baut Hütten für eure Einwohner, welche zufriedengestellt werden möchten. Mit der Zeit wird das natürlich auch immer komplizierter, ihr kennt das. Da es allerdings zu den Zeiten der Maya kein Geld oder so gab, sind eure Einwohner für euch größtenteils Arbeitskräfte, die ihr für eure Wirtschaft benötigt und einsetzt. Das Besondere dabei ist, dass es zwei verschiedene Arten an Bevölkerung gibt. Die ganz normalen Arbeiter, die in den Hütten leben, und die Priester, die in den Elitehäusern wohnen. Letztere braucht ihr für alle möglichen Tempel, Schreine oder sonstige religiösen Gebäude. Denn so unterliegt euer Volk der Laune der Götter. Manchmal schenken sie euch Ressourcen, wenn sie euch gut gestimmt sind, manchmal suchen sie euch aber auch mit Naturkatastrophen heim wie Wirbelstürme. Um euch davor zu schützen, errichtet ihr querverteilt in eurer Stadt Schreine für den entsprechenden Gott. Und solange dieser mit der benötigten Opfergabe wie etwa Mais oder Baumwolle versorgt ist und solange ihr ihn auch mit euren Priestern huldigt, ist eure Stadt in einem gewissen Umkreis um diesen Schrein vor diesem Gott geschützt. Zudem ist auch euer Fortschritt an die Götter gebunden. So könnt ihr mit entsprechenden Astronomiepunkten, die ihr dank euren Priestern generiert, eins der verschiedenen Sternbilder der Götter freischalten, welches euch dann wiederum Zugriff auf neue Gebäude gewährt. Wie ihr seht, die Gunst der Götter ist hier eines der Key-Elemente im Spiel, mit dem alles steht und fällt. Auf welchen von den drei Titeln freut ihr euch am meisten? Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Denn auch wenn das jetzt wirklich mein letzter Beitrag war, oder auch nicht, wer weiß das schon, ich werde euch auf jeden Fall im Auge behalten. Servus. Ja, das war es dann schon wieder von Inside Coin. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich wünsche euch, wie gesagt, natürlich einen wunderbaren Ostertag oder ein Osterfest in dem Sinne. Genießt es mit eurer Familie, sucht ein paar schöne Eier, lasst ein paar schöne Eier finden und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschüss, Sikorski.